Erst. Oh, was hier? Bock, bock. Ist ein bisschen Platz gemacht hier. Zack. Und schlafen. Bett und. Sag mal, als wir damals gespielt hatten, das erste Mal, da konnte man irgendwie mehrere, also zwei oder drei Spawnpunkte sich irgendwie setzen. Das ging doch irgendwie mit Z1, Z2 oder so. Ja, da konnte man das mit dem, hat das mit dem Warp ja auch funktioniert, aber das habe ich ja hier auf dem Dings irgendwie nicht zum genau Laufen gebracht. Genau, da hat man ja sich Warp-Punkte gesetzt und dann hat man Warp 1, Warp 2 oder so gemacht. Genau, ja. Ja. Das habe ich hier aber noch nicht zum Laufen gebracht. Und schon wieder hatte ich schon mal. Aber das hat nicht funktioniert. Eigentlich müsste es auch mit dem Plugin Z schon laufen, aber ja, sogar ich bekomme dann nur angezeigt, dass ich nicht die Rechte habe. Ah ja. Komm her, du Schwein. Ah, hier ist ein Dorf. Hier nach, ich folge. Oh ja, tatsächlich. Ui, schön. Okay, dooferweise gibt es jetzt natürlich keine Karotten mehr im Dorf. Die gibt es erst mit dem Update. Mhm. Wir müssen nach dem Update ein neues Dorf suchen. Da sind welche. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Nee. Der sieht aus wie Schreck. Ja, die hier sehen aus wie. Wenn du auf die einen Rechtsklick machst, siehst du, was sie tauschen. Der will drei Smaragde und gibt dir dafür eine Schere. Na toll. Scherzkeks, du. Geh weiter. Mann. Der. Dem muss ich erstmal die Türe jetzt gleich bauen. Der will. Wie, was, wer, wo. Jetzt, links zeigt er mir 12 Bücher an und rechts zeigt er mir an ein Smaragd. Ja, genau, links ist eigentlich, was er will und rechts ist, was du dafür kriegst. Ah, ja. Der hat aber auch so viel Inventar. Was ist mit dem? Kann ich das rausnehmen? Oder ist das ist mein Inventar. Ich höre dich gerade nur noch ganz leise. Achso, ich hatte mein Mikro nach oben gebogen. Der will 12 Bücher haben und gibt mir einen Smaragd, oder wie? Ja, so liest du. Ah ja. Tauschen ja blöd. 21 Weizen. Oh, das ist ein Pfarrer, glaube ich. Oh, mit seinem weißen Gewand. Den Stein für 3 Feuersteine. Ah oh, ja. Das sind ja richtige Händler hier. Da. Mann, 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 Mann. Ach, du bist hier drin gerade. 15 Fleisch für 1 Smaragd. Ja. Kollege. 19 Weizen. Naja, wenn wir hier draußen jetzt ein bisschen Weizen abbauen, kann man ihm vielleicht ein bisschen Weizen geben und kriegen dann sogar noch Smaragd dafür. Ja, komm mal wieder nicht rüber. Da. Hey. Keine Kisten, die man plündern kann. Doch, Kisten gibt's auch im Haus. Muss man. 9 Eisen für 1 Smaragd. Okay. In dem Haus wachsen die Pilze. Mann, du musst mal sauber machen hier, hey. Oh, hier gibt's Bücherregale. Aber die Bücherregale, da fallen nur Bücher raus. Wer wollte Bücher haben? Der Pfarrer, gell? Ja, ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist. Andersrum, oder? Nee, ich probier's mal aus. Was ist denn eigentlich, wenn man den Pfeil da drückt? Gar nichts. Aha. Wie viele Bücher habe ich jetzt? Ich habe jetzt 21 Bücher. Pass auf, jetzt gebe ich dem mal. Wo steht denn der? Pfarrer. Brunnen. Hier ist eine Werkbank. Hier sind Bücherregale. Ja, wie kommt man da rein? Durch die Tür. Wo ist denn der Pfarrer? Er hat keine Tür hier, komischerweise. Nee. Ich sehe hier keine. Da ist der Pfarrer. Pass auf, jetzt gebe ich dem Pfarrer mal. Dem Pfarrer gebe ich jetzt hier mal. Ach, hier ist die Tür. Ja, genau. Nee, geht. Ich tue das hier links reinlegen und kann dann rechts den Smaragd rausnehmen. Mhm. Geht. Oh. Der will.
Drei Smaragde, gib mir ein Bücherregal. Jetzt ist er ganz selig. Jetzt sind ganz komische Dinger um ihn rum. Könnt ihr mir die Bücherregale hier auch einfach klauen? Die hängen ja hier an der Wand. Hä? Ich kann ihm auch 22 Papier geben, dann kriege ich auch einen Smaragd. Mhm. Okay. Ist auf der Wand noch Bücherregale drin in dem Haus? Ja. Ich mache mir einfach mal einen Seiteneingang. Servus. Brauch mal deine Bücher. Du kannst eh nicht lesen. Hier liegen Pilze, aha. Was willst denn du von mir? Stöcker lagen hier auch rum. Oder hast du die hier hingelegt? Die habe ich da hingelegt. Weil ich mal wieder keinen Platz im Inventar hatte. Tschüss. Ach, hier war eine Türe. Naja. Hast du noch einen Seiteneingang? Ein Smaragd für drei Brote. Ein Smaragd für fünf Pfeile. Mensch, der überhaupt kein Wucher, was die hier. Wo ist denn schon wieder hingelaufen hier, der Mönch? Da komm her. Hier kommt man ja einen Turm hoch. Zack. Ich habe noch ein paar Bücher für dich. Zapp. Und zapp. Jawoll. Kollege, mit dir mache ich gern Geschäfte. Machen wir mich ins Kaputt im Inventar. Achso. Servus. Was macht denn der? Da steht er auf seinem Haus drauf. Hier ist gar kein Eingang zu dem Haus. Aua. Runtergefallen. Der gibt mir drei Brote fürs Markt. Ne, ich habe selber Brote. Und du? Der gibt mir 8 Cookies für 1 Smaragd. Ist der Wucher. Ja, manche betreiben mir echt Wucher. Oh, hast du einen Turm gefunden? Ah, schön. So, haben wir hier ein Dorf gefunden. Jetzt errichten wir hier eine Basis. Wir vertreiben erstmal die Dorfbewohner. Ja, wir töten erstmal alle Dorfbewohner, dann bekommt die schmeißen wir raus. Dann kommt jeder 5 Häuser. So, ist da unten im Haus Platz für zwei Betten? Ja. Betten? Ja. Ja, unsere Betten. Warte auf, ich besorge uns noch mal eine Tür. Türe, ey, wo ist denn irgendwo ein Haus mit einer Tür? Hier. Dieb. Gar nicht. Hab ich gefunden. Oh, ich kann es noch nicht aufnehmen. Scheiße, schon wieder. Wieder alles voll. Dann baue ich eine Tür ab. Die lässt sie nicht abbauen. Hä? Warum lässt sie nicht abbauen? Jetzt. Ich habe eine. Ich habe auch eine. Oh, hier fehlt eine Treppe. Hätten wir auch noch gebraucht. Verdammt. Können wir hier klauen. In dem Haus ist sowieso nichts drin. So, genau. Noch 2 Fackeln. Jetzt habe ich keinen Platz mehr zum Aufnehmen. Warte, der Zuckerrohr kam weg. Und ich habe mein blödes Zuckerrohr wieder. Hast du irgendwo einen Ofen gesehen? Nee, ich habe auch keinen. Nee, Ofen nicht, nur Werkbank. So, Bett. Werkbank habe ich ja auch dabei. Warte, ich besorge nochmal eine Werkbank. Pass auf. Wir hätten ja auch das große Haus hier nehmen können. Ja. Das ist sogar unmöbliert. Aber ein schönes Feld haben sie angelegt. Mit Wasser noch da drin. Hier war doch irgendwo ein Haus mit einer Werkbank. Ah ja, da. Hey, der hat die Tür vor mir zugemacht. Der wusste genau, was passiert. Was hast denn du? 15 Weizen. Fleisch. Bei manchen kannst du auch auf diese Pfeile klicken, die da neben dem jeweiligen Ding sind. Ja. Dann haben die mehrere Sachen im Angebot. Oder du kannst mehrere Sachen tauschen.
Hey, habe ich jetzt nicht die Werkbank mitgenommen? Doch. Da ist noch. Genau. Aber eine Truhe habe ich hier nirgendwo gefunden. Ich habe auch keine gesehen. Ach du Huhn, stell dich nicht so an. Ach so, ja, mit dem Update ist es so, dass Hühner auch keinen Weizen mehr essen, sondern nur noch Samen. Mhm. So. Was macht denn der da oben? Der will abhauen. Ich habe das ein Pflasterstein bei. Ah ja. Gibt es eigentlich Erfahrungspunkte, auch wenn du so einen Typen hier kaputt machst? Nee. Hier ist eine Höhle. Es wird wieder Nacht. Ja. Aber wir probieren mal unsere neuen Betten aus. Gleich. Ui, hier ist eine Schlucht. Ja, da hinten ist auch eine Höhle da. Aber die Schlucht habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine schöne tiefe Schlucht. Oh ja. Da musst du dann nur ein bisschen von der Erde abbauen, dann hast du eine überflutete Schlucht. Ja. Das Huhn, bleibst du da? Du Huhn? Warum hab ich denn jetzt hier 16 Samen-Dinger gesammelt? Weil ich die da hingeschmissen hatte und du bist durchgelaufen. Ja, Mann. Ey. Ich bin voll, ich nehme die nicht auf. Verdammt. Jo. Jetzt mal gestreckt hier. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir den Weg zurückfinden.